So, heute geht es mal um das Thema Mikrokontraste. Und zwar, was es ist und wie man sie beeinflussen kann. Ich glaube, die meisten haben schon von Mikrokontrasten gehört. Hört sich gut an, ist aber im Endeffekt eine recht simple Angelegenheit. Die Bearbeitung von Mikrokontrasten oder die Verbesserung oder wie man es entsprechend bezeichnen möchte, ist natürlich komplexer und ist eigentlich reine Software heutzutage. So, Mikrokontraste sind Kontraste. Der Begriff Mikro bezieht sich eben nur auf das Umfeld, also dass ich mich um kleine Bereiche im Bild kümmere und nicht um das gesamte Bild. Ich hatte zum Thema Gesamtkontrast ja schon ein Video gemacht, könnt ihr euch nochmal separat anschauen, deswegen gehe ich dann nicht mehr drauf ein. Mikrokontraste beziehen sich also immer nur auf Details im Bild. Und zwar einfach ausgedrückt um die Bereiche, wo entsprechende Übergänge sind, von hell, dunkel. Na, hier in diesem Fall ganz extrem gezeigt, ich habe schwarze Schrift auf weißem Grund. Damit habe ich einen Kontrast zwischen schwarzer Schrift und weißem Grund von 100%. Das heißt, die sogenannten Übergänge, oftmals spricht man von Kanten, zwischen den entsprechenden Bereichen im Bild, da liegt der entsprechende Mikrokontrast. So, also ich habe auch hier Mikrokontraste, eben zwischen den Buchstaben und dem Hintergrund. So, da ich hier 100% habe, habe ich hier auch 100% Kontrast und brauche eigentlich an den Mikrokontrasten gar nichts zu machen. Logischerweise. Anders ist es, wenn ich eben wie in der Realität eben keinen 100%igen Kontrast habe, sondern ich habe normalerweise ein Kontrastverhältnis, das eben schwankt. In diesem Fall als Beispiel habe ich den Hintergrund ja grau gemacht, 20%, also habe ich einen Kontrast von 80%. Na, hier kann ich also jetzt entsprechend ja den Mikrokontrast erhöhen. Und den einfachsten Mikrokontrast, davon habt ihr schon öfters oder eigentlich immer gehört, das Schärfen. Na, das heißt, ich versuche die Übergänge kontrastreicher zu machen. Was heißt das? Das heißt, dass ich den ja, dunklen Bereich in diesem Fall noch weiter dunkel mache. Geht bei 100%, also bei entsprechend schwarz natürlich nicht mehr. Und ich versuche den Hintergrundbereich, den helleren Bereich in diesem Fall, entsprechend noch heller zu machen. Nichts anderes. Und das eben genau an den Übergängen. Und das nennen wir Schärfen. Ich habe jetzt mal ein Extrembeispiel genommen, damit man es ganz gut sehen kann. Ich habe jetzt hier, bin ich hingegangen, ich werde mal die Eigenschaften entsprechend mal aufrufen, damit ihr sehen könnt. Die letzten, da ist er. Die letzten Einstellungen werden ja netterweise immer behalten. So, wir sehen hier, dass ich zwischen dem, ja in diesem Fall jetzt in der Lupe, dem N und dem Hintergrund, hat sich eine weiße Kante gebildet. Das heißt, ich habe eine Stärke von 500% genommen, also Radikalwert. Habe jetzt hier einen Radius gehabt, eben von 20. Hier steht jetzt eine 1, also 20. Und dann habe ich diesen entsprechend, dieses weiche, entsprechende Halo hinter dem entsprechenden Buchstaben. Und das ist genau das Problem, was ihr beim Schärfen immer wieder habt, wenn ihr überzieht. Also wenn ihr im Prinzip den Hintergrund rein weiß macht, an den Kanten, dann habt ihr sogenannte Halos. Na, wenn ich jetzt hier nicht 20 Pixel genommen hätte, dann würde es nicht so auffallen, wie jetzt hier extrem überzogen. Aber ihr habt dann an den Kanten entsprechende Halos. Ganz einfach und trivial. Na, ihr habt soweit im Prinzip geschärft, also sprich den Hintergrund, den Wert ja, verringert, also Richtung Weiß, dass er eben rein weiß geworden ist. Da er aber vorher eben nicht rein weiß war, bekommt ihr an diesem Übergang eben eine weiße Kante, genannt Halo. So, ich habe jetzt mit Absicht mal das Programm gewechselt, um mal zu zeigen, wie sieht es jetzt beim anderen Programm aus. Wir waren gerade eben mit Photoshop, jetzt sind wir in Capture One. Das arbeitet so ähnlich dann auch wieder wie Adobe Camera Raw. Und da sehen wir unten im Bereich, der nennt sich Schärfung. Da habe ich Stärke, da habe ich Radius, da habe ich Schwellwert, Licht, Hof, Unterdrückung, kommen wir gleich noch drauf. Ist also ein bisschen anders als das, was ihr eben gesehen habt und auch ein bisschen anders als Lightroom in der Form.
Aber vom Grundsatz her gesehen sind die Algorithmen zwar unterschiedlich, aber das Prinzip das gleiche. Ne? Anheben und absenken, um den Kontrast entsprechend zu erhöhen. Und zwar immer nur um Kanten herum. So, wenn ich jetzt also jetzt hier hingehe und sage, okay, ich nehme jetzt einen riesen Radius, damit ich was sehe. Ja, die machen hier zum Beispiel eine Begrenzung auf 2,5. Also da kann ich gar nicht so hoch gehen wie jetzt zum Beispiel eben beim Unschärfefilter. So, wenn ich jetzt hier die Stärke entsprechend anhebe, dann seht ihr ziemlich schnell schon, dass sich hier rote Halos bilden. Das liegt daran, dass ich hier die Warnung eingeschaltet habe. Damit kann man im Prinzip die Weiß, also rein Weiß, besser kennzeichnen. Ihr kennt es vielleicht von anderen Programmpaketen. Also bei 200 habe ich jetzt hier schon Weiß und wenn ich runtergehe, wird es besser. Na, also muss da höllisch aufpassen, weil eben der Unterschied ja nicht so groß ist zwischen diesem hellen Grau, ne, und dem Hintergrund, der hellgrau ist und einem Weiß. Also muss ich da höllisch aufpassen. So, wenn ich jetzt also jetzt mal gemein bin, drehe ich mal voll auf, habe ich natürlich kräftiges Rot, also alles weiß. Und dann kann ich natürlich mit dem Schwellenwert, mit dem Lichthofunterdrückung entsprechend arbeiten. Lichthofunterdrückung ist genau das Halo, ne, Lichthof gleich Halo. Und wenn ich den jetzt nach rechts bewege, dann versucht der Algorithmus, das zu verbessern. Und man sieht es ja auch jetzt hier in dem Bereich, hoffe ich jedenfalls. Deswegen habe ich das Rot mal genommen, dass die Rottöne langsam verschwinden, aber nicht ganz verschwinden. Weil 1000 hier oben als Wert, der für 1000% steht oder was, weiß ich auch nicht. Aber der Wert 1000 ist natürlich viel zu hoch. Wenn ich aber jetzt runtergehe, dann wird er immer besser. Also so kann man entsprechend hier ein bisschen mit dem Halos, die Halos verringern. Aber mal unter uns gesagt, der einzige vernünftige Punkt ist wirklich mal zu gucken, dass ich gar nicht erst Halos erzeuge. Ne? Warum soll ich im Prinzip auf der einen Seite überziehen und dieses Überziehen auf der anderen Seite wieder mit so einer Unterdrückung entsprechend wieder rausholen? Ist ein Parameter im Algorithmus, funktioniert, aber ja, man kann es auch einfacher machen. So, was ist Schwellwert? Ja, Schwellwert gibt es bei allen Programmen eigentlich, wenn ihr euch mal so umguckt. Und zwar, das ist der Gedanke, zu sagen, ich gehe nur auf entsprechende feine Details im Bild, wo also zwei Linien dicht nebeneinander liegen. Ne? Wenn ich jetzt hier runterdrehe, ne, er hat jetzt im Prinzip alles gemacht, wenn ich hier hochgehe, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das vielleicht irgendwie beispielhaft zeigen kann. Aber in diesem Fall ist es natürlich schwierig, weil wir nur einen entsprechenden Teil haben. Aber man kann teilweise vielleicht gerade sehen, die Teile vom Rotbereich weggehen. Gerade bei dem T hier hat sich was getan. Damit kann ich im Prinzip sagen, okay, ich will flächige Bereiche, also die wenig Basiskontrast haben, wo also wenig Linien oder Übergänge sind, möchte ich eben nicht schärfen. Das ist das berühmte Nichtschärfen des Himmels. Das berühmte Nichtschärfen von irgendwelchen, ja, ich sag mal, rein dunklen, abgesoffenen Bereichen im Bild und so weiter und so fort. Weil dort bekomme ich dann entsprechend negative Effekte. Wie jetzt hier auch das Halo in der Form. Und damit kann ich das entsprechend eingrenzen. Das ist aber jetzt erstmal das Schärfen. So, weiter zu den Mikrokontrasten. Ihr kennt natürlich viele Programme, die entsprechend Mikrotraste beeinflussen. Na, gucken wir uns mal eins jetzt erstmal an. So, nun gehen wir mal auf die ja, üblichen oder bekanntesten Mikrokontraste ein. Klarheit und Struktur, also die Begriffe variieren. Manchmal ist es Klarheit, Clarity, Structure, Details, Struktur. Egal, welchen Namen wir dafür nehmen, es geht immer um ja, Details zu entsprechend schärfen, also Details hervorzuheben. Und im Endeffekt ist immer der gleiche Mechanismus. Wo liegt der Unterschied zu Schärfen und ja, Klarheit, Struktur und so weiter ist? Schärfen geht eigentlich im Grundsatz auf jede Linie, jede Kante ein. Das heißt, jedes Detail im Bild wird geschärft. Ich habe zwar die Filtermöglichkeit, wie ihr wisst, entsprechende Bereiche auszublenden, aber es ist eben eine globale Geschichte über das ganze Bild.
Was passiert jetzt bei den anderen Methodiken? Gut, da kann ich jetzt nur von dem ausgehen, was der Hersteller bekannt gibt. Das ist natürlich jetzt Firmengeheimnis. Die Einzigen, die wahrscheinlich genau wissen, was abläuft, sind die Programmierer, die die Algorithmen geschrieben haben. Aber es ist immer ähnlich. Das heißt, man zerlegt das Bild in kleine Bereiche und der Begriff klein ist eben variabel, von sehr klein bis etwas größer. Und zwar geht man davon aus, dass gewisse Bereiche unterschiedliche, ich bleibe bei dem Begriff, Schärfung braucht. Weil im Endeffekt läuft es auf den gleichen, ja, Mechanismus oder ähnlichen Mechanismus hinaus. Und da sind natürlich Haare was anderes als jetzt zum Beispiel Steine oder Kleider oder was auch immer. Also da hat man dann im Prinzip gesagt, okay, dann müssen wir im Prinzip Methodiken haben, die auf die Strukturgröße eingehen. Und da sind wir eben bei dem Thema Klarheit, Struktur und dergleichen. Wenn Schärfen sozusagen die feinste Struktur ist, nämlich auf jeden Übergang, jede Kante eingeht, so ist Klarheit schon bezogen auf etwas größere Elemente. Wie groß entscheidet der Softwareentwickler? Na, da gibt es keinen Maßstab in der Hinsicht oder keine Standardisierung. Und die nächstgrößere, ja, Bereich ist in der Hinsicht dann die Struktur, Details und wie es der Hersteller dann, der Softwarehersteller entsprechend dann bezeichnet. Und wie gesagt, wie die Abgrenzungen sind, weiß nur einer. Und das ist der Hersteller bzw. der Programmierer selber. So, ich habe jetzt mal hier als Beispiel nochmal Capture One genommen. Warum? Weil all das, was wir jetzt hier bei Capture One sehen, sieht man auch bei Lightroom und bei anderen Produkten. Obwohl ich später nochmal auf ganz spezielle Filter eingehen werde, weil die natürlich auf dem Markt sind, für diejenigen, die es entsprechend interessiert. So, Capture One hat eine Eigenart und zwar hat es nicht nur einen Algorithmus, sondern hat direkt vier. Im Deutschen natürlich Durchschlag, neutral, klassisch. Durchschlag wird im Englischen Punch genannt zum Beispiel. Also da gibt es natürlich unterschiedliche Begriffe. Wo liegt der Unterschied? Also ich habe mich mal ein bisschen schlau gemacht und der Unterschied da liegt eigentlich mehr historisch gewachsen im, ja, historischen Entwicklung des entsprechenden Algorithmus. Der klassische ist eben der Algorithmus, der am ältesten ist und das ist eben der Bereich Klassik oder klassisch. Daher kommt also auch der Begriff. Also das ist der erste Algorithmus, der entsprechend genutzt wurde, um die entsprechenden Details anzuhöhen. Dann hat man im Prinzip den weiterentwickelt auf natürlich. Natürlich heißt, man versucht, ja, die Saturierung beizubehalten, aber man hat noch immer kleinere Änderungen auch in der Saturierung. Auch das ist natürlich ein Thema. Ich habe ja hier keinen Schwarz-Weiß mehr. Das heißt, ich habe jetzt keinen Kontrast zwischen ganz weiß und ganz schwarz, sondern ich habe nicht nur Graustufen, sondern ich habe auch Farben. Das heißt RGB-Werte. Und Kontrasterhöhung bezieht sich natürlich auch damit auf alle drei Bereiche, nämlich R, G und B. Und das führt bei vielen Algorithmen einem auch zu entsprechenden Verschüben in der Saturierung. Das seht ihr ganz klassisch oder sehr stark im Bereich Lightroom. Warum, weiß ich auch nicht zu sagen, ich bin nicht der Softwareentwickler. Andere haben andere Algorithmen und so weiter. Das heißt, hier geht es eigentlich hauptsächlich darum, welcher Algorithmus wie, ja, aggressiv ist und welcher Algorithmus die Farben neutral hält. Und da sind wir eben bei dem, ne, Begriff neutral, auch jetzt hier bei dem Algorithmus neutral. Oder welcher Algorithmus eben auch Farben beeinträchtigt. Und das ist eben historisch gewachsen. Die ersten Produkte auf dem Markt, die Klarheit oder Struktur und so weiter hatten, haben eben, ja, ich wollte jetzt nicht sagen, keine Rücksicht auf die Saturierung genommen, aber haben die Saturierung dann entsprechend auch stark beeinflusst. So, deswegen gibt es da eine historische Entwicklung und ja, jetzt hier, wenn ich jetzt die Saturierung nicht beeinträchtigt haben möchte, dann gehe ich eben hier auf neutral. So, ich gehe jetzt mal zurück auf 0, weil ihr habt es vielleicht gerade noch gesehen. Ich gehe mal in die Details rein. Und ein Detail jetzt in der Hinsicht, das ist ja ein sehr feines Detail. Und wenn ich dort im Prinzip die Klarheit erhöhe, dann sehe ich natürlich, wie sich die Helligkeitswerte auch ändern. Na, ist klar, ne? Ich bin ja jetzt an den Kanten. Die eine Seite der Kante, die helle Seite, erhöhe ich in Richtung Weiß. Die andere erniedrige ich in Richtung Schwarz.
Also habe ich eine entsprechende Kontrasterhöhung und insgesamt im Bild eigentlich meistens, je nach Algorithmus, eine Aufhellung des Bildes als Nebeneffekt. So, das ist jetzt natürlich sehr stark genommen. Ja, man sieht also, ich kann aber auch einen anderen Weg gehen. Das wird auch öfters mal genommen, um ja, die Haut zum Beispiel eines Modells zu bearbeiten, wenn man jetzt nicht mit Photoshop arbeiten will. Ich kann also auch die Klarheit rausholen. Das heißt, ich kann nicht nur den Kontrast erhöhen, ich kann den Kontrast auch, den Mikrokontrast auch erniedrigen oder verringern. Sorry. So, und wenn ich jetzt in die größeren Bereiche, dann habe ich hier die Struktur, die dann hier, man kann es auch ganz gut sehen, im Bild glaube ich, hoffe ich jedenfalls, im Video ist das immer so eine Sache, die Struktur der Haare dann entsprechend nochmal aggressiver angreift. Aggressiv ist eben auch in der Hinsicht dann mit Vorsicht zu genießen. Ich gehe mal wieder zurück in den Überblick, weil ich habe jetzt natürlich eine globale Änderung gemacht. Das heißt, die bezieht sich jetzt auch auf die anderen Bereiche. Beim Haar finde ich das jetzt schön, bei den Hautpartien natürlich nicht, weil all das, was Pickel und so weiter betrifft, wird jetzt nochmal verstärkt. Dafür gibt es jetzt bei vielen Tools die Möglichkeit, mit Pinseln zu arbeiten oder in diesem Fall jetzt hier, ich kann das Ganze machen, auch auf sogenannte Ebenen. Ich kann mir jetzt hier also eine Ebene anlegen und kann diesen Effekt nur auf die Ebene beziehen und dann mit einem Pinsel, das ist dieses kleine Symbol hier, dann nur sagen, gewisse Bereiche sollen betroffen sein. Das ist natürlich sehr gut und sehr effektiv auch. So, was interessant ist, ich kann über diese Bereiche natürlich auch hingehen und kann sagen, okay, ich gehe in der Klarheit auf die Haare ein, also auf die sehr feinen Details. Und zum Beispiel bei der Struktur, ich zoome mal rein, sage ich, manchmal will er nicht so, wie ich will, die Struktur beziehe ich dann nur aufs Kleid. Jetzt habe ich hier ein Kleid, was nicht gerade sehr starke Strukturen hat, also fällt es nicht besonders auf, wenn ich da die Struktur erhöhe. Aber wenn ich entsprechende Stoffe habe, die ja, entsprechend grober sind, dann macht sich die Struktur dort sehr bemerkbar. So, das ist das Thema Klarheit und Struktur. Und jetzt gleich gehen wir mal rüber in die Spezialfilter, die so auf dem Markt existieren, die Ähnliches machen und auch ähnliche, Anführungsstrichen oben, Algorithmen haben. Aber wie gesagt, wie die Algorithmen aussehen, weiß ich nicht. Ich habe nur festgestellt, dass diese Spezialfilter mir etwas aggressiver und noch verstärkter mit den Mikrokontrasten umgehen. So, fangen wir mal mit dem ersten Filtersystem an, LuminaFlex. Hier gibt es direkt mehrere Filter, die sich mit dem Thema ja, Details im weitesten Sinne und entsprechenden Mikrokontrasten beschäftigen. Und die schauen wir uns mal an. Irritierenderweise hat der Bereich Struktur, den wir hier sehen, zwar mit den Details zu tun, wird aber von Luminar selbst in der Beschreibung als ja, künstlichen HDR-Effekt bezeichnet. Das heißt, dass man eben nicht nur die Details hervorhebt, sondern auch ja, sozusagen die Bereiche jetzt entsprechend optimiert in Richtung der entsprechende Kurve, dass man also aus dunkler Bereiche entsprechend noch Details herausholt und in den hellen Bereichen ebenfalls, also versucht eben einen Ausgleich zu finden zwischen der ja, vorhandenen dynamischen Range und dem der Kamera. Beim Porträt, wie jetzt hier oder beziehungsweise Fashion, nicht sehr relevant, aber man kann es auch hier einsetzen und zwar gibt es hier zwei Effekte, einmal die Stärke. Wie man sehen kann, oder hoffe ich jedenfalls, arbeitet der sehr extrem oder sehr stark. Also gerade im Gesicht kann man das ganz gut sehen. Ich zoome mal rein. Da merkt man natürlich, dass jeder Pickel, jedes Haar entsprechend verstärkt wird. So, was haben die Bereiche Weichheit und Verstärken zu tun? Ja, eigentlich sind sie konträr. Weichheit soll im Prinzip die Übergänge zwischen den Details entsprechend abschwächen bzw. noch weiter hervorheben. Wenn ich also jetzt hier rüber gehe in Weichheit, dann nimmt er im Prinzip die Bereiche wieder zurück. Ich habe zwar jetzt im Groben immer noch sehr starke Strukturen, aber wenn man und Hervorhebung, wenn man jetzt sich das Gesicht aber anschaut, dann sieht man, dass diese ja, starken Überzeichnungen weggegangen sind. Wenn ich die Weichheit runternehme, dann wird es natürlich genau umgekehrt. Das heißt, es wird noch mehr
an Details hervorgehoben. Als schon im Normalfall, der Standardregler steht auf 50, also auf Neutralstellung. Und da sehe ich schon eine ganze Menge Details, auch jetzt hier im Gesicht. Verstärken, kann man sich vorstellen, heißt im Prinzip den ganzen Effekt nochmal nach oben zu ziehen, was natürlich sehr stark ist und da muss man jetzt aufpassen, dass man eben nicht in den Halo-Effekt reinkommt und man sieht hier gerade in den Augen, wie das Augenweiß wirklich weiß geworden ist und wie sich um die Augenbrauen hier ein helles Halo gebildet hat. Das sind natürlich die gleichen Effekte wie beim Schärfen eines Bildes. Im Endeffekt geht es ja hier nur um Schärfen von entsprechenden Bereichen im Bild, ist ja nichts anderes. Und da kann man natürlich sehr schnell auch überziehen. Ich kann natürlich auch den Effekt zurücknehmen und dann einen, ja, Weichheitseffekt reinbekommen, wie man jetzt hier ganz gut sehen kann im Gesicht. Könnte man zum Beispiel jetzt nutzen, wenn man ja, gewisse Hautpartien eben entsprechend weicher zeichnen will, damit die Haut besser aussieht. Da gibt es aber auch andere Filter, die das viel besser können oder dafür eigentlich vorgesehen sind. Das ist also die Struktur. Ich gehe mal wieder auf 0 zurück. Und das ist jetzt wieder unser Ausgangsbild. Und ich gehe jetzt in den Bereich Mikrostruktur. Das ist nämlich eigentlich der Basisfilter, wenn man so will, von Luminar, um die Strukturen zu erhöhen. Und man sieht hier, dass auch hier natürlich sehr viel herausgeholt wird, aber er ist nicht ganz so aggressiv wie der Filter, den wir eben gesehen haben, also der Strukturfilter. Und ich habe auch hier die Möglichkeit, die Weichheit, also in gewissen groben Bereichen wieder zurückzuholen, wie zum Beispiel im Gesicht. All diese Filter, muss ich immer dabei sagen, sollte man immer im Kopf haben, dass man sie selektiv einsetzt. Dafür ist eben die Pinselfunktion da bei den meisten Programmpaketen, dass man nur selektiv den Bereich damit verstärkt, der auch verstärkt werden sollte. Also im Normalfall würde ich sowas hier hauptsächlich in zwei Bereichen machen. Das einmal die Augen, die Pupille, entsprechende Details herauszuholen. Oder jetzt gerade natürlich logischerweise im Fashion-Bereich, um Details aus der Kleidung rauszuholen. Und dafür gibt es einen dritten Filter, der dafür ideal geeignet ist. Das ist der sogenannte oder die sogenannte Detailverbesserung. Weil die ist so aufgebaut, dass man drei verschiedene, ja, Detailgrößen entsprechend anfassen kann. Und das sind eben kleine Details. Wie klein das jetzt ja, in der Realität ist, das weiß nur der Softwareentwickler. Mittlere und große Bereiche. Nehme ich jetzt dieses Bild als Beispiel und nehme jetzt mal die kleinen Details. Dann müsst ihr also die Haare entsprechend anfassen und alles, was darüber weggeht. Heißt im Klartext, es ist ein Filter, der sagt, okay, alle Sachen von klein bis groß werden angefasst. Das ist ein bisschen irritierend, ne, wenn man es nicht nachgelesen hat, weil man geht davon aus, er würde sich nur auf kleine Bereiche beschränken. Ist aber nicht der Fall. Er greift im Prinzip alle Bereiche dann entsprechend an. Gehe ich bei Mittel, dann würde er nur anfangen bei den mittleren Details und würde feine Details, wie jetzt zum Beispiel die Haare, entsprechend ausblenden. Und werde ich jetzt nur groß nehme, dann würde er alles kleine und mittlere beiseite lassen und nur die großen Details entsprechend anfassen. Und nochmal sagt seine Definition ist eigentlich, also Algorithmusdefinition, ist hier nichts Großartiges drin, also Großes, sondern wir fangen eigentlich hier, wenn man uns die Stoffsache anschaut, also an, jetzt kann man es ganz gut sehen, bei 100%, eigentlich in den mittleren Bereichen an. So. Was würde ich also machen? Ich würde die Detailverbesserung benutzen für die feinen Details, also wo es im Feinen schon losgeht mit einem Pinsel im Bereich der Augen. Das machen wir jetzt mal. Ich würde also hier die Augenpartie entsprechend rausholen und sagen, okay, ich möchte meine Augendetails nochmal entsprechend schärfen. Soweit vielleicht. Nehme einen Pinsel, mache den entsprechend klein. Und bearbeite nur die Augenpartie. So, das Schöne bei unseren Freunden von Luminar ist, ich kann den gleichen Filter nochmal benutzen.
Und kann diesmal sagen, okay, ich gehe jetzt wieder, ups, zurück. Schalte erstmal den Pinsel wieder aus und gehe jetzt hier auf die mittleren Details und schaue mir jetzt die Kleidung an. Jetzt möchte ich in der Wolle hier entsprechend die Struktur verstärken. Das sieht soweit ganz gut aus. Und auch hier gilt natürlich grundsätzlich nur Pinsel. Kann ich diesmal ein bisschen größer machen. Kann jetzt sagen, okay, ich möchte für diese, ja, nehmen wir es mal Werbeaufnahme, entsprechend die groben Details verstärken. So kann man entsprechend die Mikrokontraste benutzen in verschiedensten Ebenen, am Beispiel jetzt von Luminar. Es gibt natürlich andere Tools und da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Dann werde ich das Ganze zum Beispiel mal bei Nick zeigen. So, jetzt bin ich über Photoshop als Trägermedium in die Collection reingegangen und habe Color FX Pro aufgerufen. Und hier sind natürlich so ähnlich wie bei Luminar Dutzende von Filtern drin und einer der Filter, der jetzt für uns interessant ist, in diesem Fall ist der Detail Extractor. Im Prinzip nichts anderes als das, was wir gerade eben in der Struktur gesehen haben, nur eben die Variante von Nick in der Form. Der ist aber sehr einfach gehalten. Es gibt hier verschiedene, ja, Radiuseffekte, ich nenne es mal so, Größeneffekte, so ähnlich wie jetzt bei Luminar mit klein, mittel und groß. Kann ich hier eben fein, mittel und groß auswählen. Wobei er jetzt doch schon mehr auf die Feinheit, also sprich jetzt keinen Filter drin hat, sondern auf den Radius entsprechend eingeht. Wie groß der ist, keiner weiß es, außer dem entsprechenden Entwickler. So, wenn ich jetzt hier reingehe und mir das Ganze mal ein bisschen anschaue, ich zoome mal rein, gehe mal auf einen Bereich, der vielleicht interessant ist, der Übergang zwischen Haut und Pullover. Und werde jetzt hier mal entsprechend den Filter einsetzen. Dann kann ich hier mit dem Detail-Extraktor eben die feinen Details, in diesem Fall natürlich Haut, Haare und natürlich jetzt auch hier die Wolle entsprechend verbessern. Ich habe jetzt mal auf 100%, das sieht man natürlich jetzt ganz extrem, auch in der Haut jetzt hier, was da passiert. Und man sieht auch sehr gut, wie sich die, ja, die Töne, also sprich Schwarz und Weiß, entsprechend ändern und die Kontraste dann entsprechend ändern. Man kann hier an dem Filter ganz gut sehen, dass Mikrokontraste eigentlich nichts anderes sind als eine andere Form der Schärfung, also sprich Anhebung von Kanten. So, ich sage jetzt mal, normalerweise wäre ein Bereich so um die 30 normal. Ich gehe jetzt wieder zurück auf den Normalbereich. Jetzt sehe ich natürlich ein Gesicht, was, naja, nicht so positiv aussieht, um es mal so auszudrücken. So, auch hier gibt es entsprechende Möglichkeiten, das zu ändern. Ich gehe aber vorher noch mal ein auf Kontrast und Sättigung. Kontrast ist ja ganz klassisch ein Kontrastregler, wie wir ihn alle kennen, wo ich den Kontrast entsprechend ändern kann. Die Sättigung ist das Gleiche. Ich kann also hier noch mal desaturieren oder mehr saturieren. Ich stelle jetzt wieder auf die Basiseinstellung, sind 6%, warum auch immer. Entscheidend bei Nick ist, Nick hat sogenannte Kontrollpunkte, also keine, ja, Pinselfunktion, sondern ich kann Kontrollpunkte setzen im Plus-Sinne, also wo soll es im Prinzip entsprechend wirken oder Minus, wo soll es eben nicht wirken. Und da kann ich über den Radius des Kontrollpunktes entsprechend den Bereich eingrenzen, sagen, okay. Schränke dich jetzt nur auf unseren Freund jetzt hier und lass die Haut mal schön brav in Ruhe. Wenn ich das noch verstärken will, also von wegen in Ruhe lassen, dann setze ich noch einen Negativpunkt zum Beispiel aufs Gesicht und kann damit eben verhindern, dass es sich Gesicht entsprechende Details hervorgehoben werden. So, das ist ein bisschen anders als bei anderen Paketen, weil dieser Filter arbeitet ja nicht nur auf den Radius, sondern er arbeitet auch auf entsprechende Farbtöne. Ja. Ich kann mir das Ganze mal anschauen, wie das Ganze aussieht. Man kann sehen, im Weißen, das ist das, was angefasst wird, und Schwarz ist das, was eben nicht angefasst wird.
dass eben jetzt hier durch diese U-Points, ja, nennt sich das bei Nick, entsprechend nur das Outfit entsprechend angefasst wurde. So, das war jetzt nochmal ein ganz kurzer Schlenker rüber zu Nick. Für diejenigen, die entsprechend gerne mal mit Nick arbeiten wollen. Der Unterschied zwischen Nick und Luminar ist nicht extrem groß aus meinem Sinne, aber ich persönlich bevorzuge Stand heute, in diesem Moment, man muss ja immer vorsichtig sein, durchaus die Luminar-Funktion. Ich hoffe, dieser Content hat euch auch diesmal wieder etwas gebracht. Ich würde mich über entsprechende Kommentare, Feedback freuen und Fragen werden immer gerne genommen.